Gesundheit hat viele Dimensionen und wird durch viele Faktoren beeinflusst. Ich denke an Dimensionen wie die geistige, die physische, die psychische, die soziale und Faktoren, auf die wir direkt einen Einfluss haben mit unserem Verhalten und auch Faktoren, die quasi unserem Zutun entzogen sind. Gesundheit ist für mich in erster Linie ein subjektives Wohlbefinden, aber auch ein wertvolles Gut, zu dem wir Sorge tragen müssen. Selbsthilfe ist eine wichtige Ergänzung zu Gesundheitsinterventionen und Angeboten des Sozialwesens. Die Selbsthilfe liefert eine wichtige Unterstützung für erkrankte Menschen, um im Austausch mit Gleichgesinnten ihre Ressourcen zu stärken, Vertrauen in ihre Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen und bestärkt zu werden für eine aktive und positive Haltung. Die Selbsthilfe leistet somit einen wichtigen Beitrag für die Förderung des Selbstmanagements. Wenn die eigenen Gedanken sich nur noch im Kreis drehen, ist es gut, Inputs von anderen in ähnlichen Situationen zu bekommen. Speziell bei psychischen Problemen ist das eigene Denken manchmal eingeengt und die Suche nach kreativen Lösungsansätzen erschwert. Da hilft das Gefühl, nicht allein zu sein mit seinen Problemen und gemeinsam Lösungen suchen zu können. Die psychische Gesundheit lässt sich auch nicht wirklich trennen von der physischen Gesundheit und umgekehrt. Daher muss die Gesundheit als Ganzes betrachtet werden. Hier gilt der Erfahrungsaustausch unter Betroffenen und Angehörigen in ähnlichen Situationen, eine praxisorientierte und sehr, sehr wertvolle Unterstützung. Die wachsenden Mitgliederzahlen sprechen für sich. Die Selbsthilfegruppen decken ein wichtiges Bedürfnis ab und das möge auch noch lange so bleiben.